Das ist Robert. Guten Morgen, Robert. Robert schafft bei der BASF in Ludwigshafen im Büro. Ein cooler Typ, der immer darauf bedacht ist, besonders effizient und wirtschaftlich zu sein. Dabei schaut er sich bei anderen viel ab und nimmt Tipps gerne an. Kleinvieh macht bekanntlich auch Mist. Und Stromverschwendung kostet nicht nur Geld, sondern schadet auch der Umwelt. Gut so, Robert. Roberts Fahrgemeinschaft spart so richtig viel. Benzin, Geld und Abgase. Da fragt man sich, warum das nicht mehr Leute machen. Robert meint es wirklich ernst. Er legt sogar den Weg zum Treffpunkt mit dem Rad zurück. Und was auf der Arbeit erst an Energie benötigt wird? Gut, dass die Produktion da so aktiv ist. Da müsste im Büro doch auch was gehen, oder? Jetzt erstmal alles startklar machen. Manche Kollegen wissen ja gar nicht, wie viel Strom der Standby-Modus über Nacht einfach so in die Umwelt pustet. Beim Drucken könnte man auch sparsamer sein, muss ja nicht jede E-Mail ausgedruckt werden. Und wenn man mal überlegt, in wie vielen Büros so ein eigener Drucker steht, was auch das an Standby erzeugt. Zentrale Drucker sind da eine gute Alternative. Die sind nicht nur energieeffizienter, man trifft auch noch nette Leute. Sogar vertrauliche Dokumente kann man hier sicher ausdrucken. Will man sich zu denen austauschen, sind Videokonferenzen ein ganz hervorragendes Mittel, um mit dem Team in Kontakt zu bleiben. Ohne teure Überseeflüge, lästiges Jetlag und fast klimaneutral. Beim Bürolicht gilt das Gleiche wie zu Hause. Licht aus, wenn keiner im Raum ist. Öfter mal die Treppe statt des Aufzugs benutzen, ist gesund und spart außerdem eine Menge Strom. Und wenn's mal wieder heiß hergeht, arbeitet bei der Befolgung einfacher Regeln auch die mobile Klimaanlage nicht nur wirksamer, sondern auch sehr viel effizienter. In der kalten Jahreszeit sind es übrigens die Nächte, die sich zum Sparen eignen. Wenn keiner da ist, darf die Temperatur gerne ein paar Grad niedriger sein. Robert hat wieder einen Tag erfolgreich absolviert. Mit seinem ganz persönlichen Beitrag zu mehr Energieeffizienz. Wenn das alle machen. Erkenntnis des Tages: Gemeinsam kann man Großes bewegen. Wenn alle Mitarbeiter der BASF weltweit auf dem Weg zur Arbeit und im Büro clever mit Energie umgehen, kann der Energiebedarf für Wärme und Strom von 150.000 bis 180.000 Einwohnern eingespart werden. Dies entspricht der Einwohnerzahl einer Stadt wie Heidelberg. Robert freut sich. Ein erfolgreicher Tag. Das persönliche Ziel erreicht. Danke, Robert. BASF. We create chemistry.